Vielen Dank, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, das Thema Migration steht auch heute hier wieder auf der Tagesordnung. Überraschenderweise, wir sind mitten in einer Haushaltswoche, daran muss ich mal erinnern. Aber das Thema scheint eben doch so wichtig, dass man handeln muss. Als Parlamentssender kann ich Ihnen noch sagen, die Bundesregierung hat ja ein Sicherheitspaket vorgelegt, dazu auch die beiden Gesetzentwürfe geschrieben. Die werden von den Ampelfraktionen übernommen. Damit spart man Zeit, damit muss das Ganze nicht in den Bundesrat gehen. Und auf die Zeit kommt es an, da sind sich alle einig und natürlich denken auch alle an die Wahlergebnisse, die da noch kommen mögen, zum Beispiel in Brandenburg. Nach dem schrecklichen Anschlag in Solingen hat die Bundesregierung überraschend schnell reagiert und ein Sicherheitspaket vorgelegt. Darin sind unter anderem vorgesehen Messerverbotszonen, aber auch mehr Kompetenzen für die Polizei, zum Beispiel im Internet, und weniger Geld und schnellere Abschiebungen für die sogenannten Dublin-Flüchtlinge. Der Attentäter von Solingen war auch ein Dublin-Flüchtling. Er hatte nämlich einen Antrag in Bulgarien unterschrieben, war dann weiter nach Deutschland gewandert, unter anderem ja hier auch noch untergetaucht eine Zeit lang. Also all dieses hat die Politik sehr schnell zum Handeln veranlasst. Und dann kam der Oppositionsführer Friedrich Merz mit seinem Auftritt. Er hat dem Bundeskanzler ja quasi angeboten, an den beiden anderen Partnern vorbei eine gemeinsame Lösung bei dem Thema Migration, was offensichtlich ja die Triebfeder ist für viele Menschen, ihr Kreuz bei der AfD zu setzen, dass man dieses Thema gemeinsam abräumt. Der Bundeskanzler hat dann gesagt, okay, wir machen einen Gipfel bei der Bundesinnenministerin und werden auch die Länder dazu einladen. Und dieser Gipfel, zweimal hat er getagt, ist dann gescheitert am Dienstag. Gestern, wie gesagt, in der Generaldebatte gab es eine Riesendiskussion darum. Und heute hier also die zwei Anträge der Koalition. Es gibt einen Gesetzentwurf, nein, die beiden Gesetzentwürfe der Koalition. Es gibt einen weiteren Gesetzentwurf der CDU-CSU, die darin fordert, die Begrenzung der Zuwanderung wieder als ausdrückliche Vorgabe für die Anwendung des Aufenthaltsgesetzes festzulegen. Interessant ist in dem Zusammenhang, die Union weist darauf hin, und so ist es gewesen, dass erst am 18. November 2023 die Koalition das Ziel der Begrenzung aus dem Gesetz gestrichen hatte und heute Morgen quasi noch nachgeschoben ein Antrag. Das hat sich Friedrich Merz dann scheinbar doch nicht nehmen lassen, nachdem er da gestern vom Kanzler Rüde abgestraft worden war. Er stellt diesen Antrag der CDU-CSU heute hier, und die CDU-CSU möchte, dass dieser Antrag auch beraten wird, nämlich der Antrag, dass eine Rückweisung direkt an den deutschen Grenzen stattfindet. Also viel Stoff, viel zu diskutieren mit meinen beiden heutigen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Lars Castellucci. Er ist der geschäftsführende Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, und Mechthilde Wittmann. Sie ist die innenpolitische Sprecherin der CSU-Landesgruppe und natürlich auch im Bundestagsausschuss für Inneres und Heimat, so heißt es korrekt. Herr Castellucci. Es ist so, dass die Bürger wenig Verständnis dafür haben, wenn die Politik auf ihre Nöte erst dann reagiert, wenn Wahlergebnisse drohen. Das hat es ja jetzt im Osten gerade auch für die Ampel vor allen Dingen gegeben. Ich darf mal daran erinnern, dass die Bundesinnenministerin, die jetzt Grenzkontrollen an allen Grenzen ab Montag veranlasst hat, noch vor einem Jahr vor der Hessenwahl gesagt hat, Grenzkontrollen bringen gar nichts. Ich darf daran erinnern, dass zum Beispiel noch vor wenigen Wochen aus der Ampel immer wieder der Spruch kam, also wir können nach Afghanistan nicht abschieben, da müssten wir ja mit denen verhandeln. Kurz vor den Landtagswahlen gab es dann den Flug mit den 28 Straftätern. Also haben Sie Verständnis dafür, dass die Bürger frustriert sind, wenn Politik immer nur reagiert, wenn es gar nicht mehr anders geht? Also ich habe jetzt die Chance, ein bisschen was dazu zu sagen. Die Menschen haben recht, man sollte nicht nach Wahlen einfach nur reagieren. Aber wenn wir Wahlergebnisse haben, die eindeutig auch ein Denkzettel für die Demokratinnen und Demokraten sind, wir würden nicht reagieren, was wäre denn dann? Also das ist schon richtig, dass man dann zeigt, man hat auch verstanden, dass die Menschen nicht zufrieden sind und dass man nachsteuert. Aber genauso ist ja richtig, dass wir schon seit langem, nämlich seit Beginn dieser Wahlperiode, umgesteuert haben und für Kontrolle und Ordnung versuchen zu kämpfen. Sie haben jetzt angesprochen, wir hätten die Begrenzung der Migration aus dem Aufenthaltsrecht rausgenommen. Das haben wir mit gutem Recht gemacht, denn wir brauchen Migration. Wir brauchen Menschen, die hier arbeiten. Unsere Alterung in der Gesellschaft ist wie überall in Europa etwas, was uns Wohlstand kosten wird in der Zukunft und schon heute Wohlstand kostet. Nur das Durcheinander, das Chaos, das Selbstgesteuerte, das können wir nicht zulassen. Also die irreguläre Migration muss man bekämpfen und eindämmen und Terrorismus sowieso bekämpfen und versuchen auch zu verhindern, dass es zu Anschlägen kommt. Aber Migration sollten wir nicht als etwas nehmen, wovor man dann am Ende Angst hat, weil alle immer darüber reden, als ob das nur was mit Kriminalität zu tun hätte. Nein, es sind ja fast ein Viertel der Menschen im Land, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Und es ist sehr unfair denen gegenüber, wenn man das immer alles in einen Topf wirft.
Frau Wittmann, Friedrich Merz hat jetzt hier heute den Antrag gestellt, weil er sich nicht durchsetzen konnte, will das jetzt im Parlament erreichen. Rückschiebung von sämtlichen Menschen an der Grenze, die hier nicht reingehören quasi. Nach Artikel 16 des Grundgesetzes sagt er, das gibt ja unter Juristen große Diskussionen, was mit Dublin III ist. Das ist aber ein anderes Thema. Wenn ich Ihren eigenen Parteivorsitzenden nehme, Herr Söder, der sagt, wir müssen darüber nachdenken, das individuelle Asylrecht aufzulösen. Das sind beides die Führer einer Partei oder einer Parteiengemeinschaft, die 2015 und fortfolgende Jahre mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel genau das ja zugelassen haben, dass nicht nur Menschen hierher kommen, die Asyl suchen, sondern dass die Grenze offen bleiben. Und im Grunde genommen haben wir einen Zustand erreicht, dass Menschen, die bis nach Deutschland kommen, fast gar nicht mehr abgeschoben werden können. Woher kommt also der Sinneswandel plötzlich der Union? Ja, vielleicht darf ich zunächst einen Satz meines Vorredners korrigieren. Ich glaube nicht, dass die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen ein Denkzettel für die Demokratinnen und Demokraten waren. Das war ein Denkzettel für die Ampel, und zwar ganz eindeutig und für die Politik der Ampel. Auf Ihre Frage zurückkommend, darf ich die vielleicht etwas präzisieren. 16a des Grundgesetzes, und zwar dort der zweite Absatz, sagt ausdrücklich, wer einreist, ohne ein Anrecht auf Asyl zu haben in Deutschland, es gibt nämlich kein Anrecht darauf, wo man Asyl bekommt, der muss auch wieder ausreisen, nämlich in den Staat, in den Nachbarstaat, aus dem er gekommen ist, in dem ähnliche Asyl- und Schutzbedingungen herrschen. Und das ist in allen uns umgebenden Staaten nun mal der Fall. Und deswegen ist es hier überhaupt kein Zweifel, dass diese dann Rückschiebung stattfinden muss. Was wir jetzt aber meinen, ist Zurückweisung. Das heißt, wir wollen, dass die an den Grenzen abgewiesen werden, gar keinen Fuß auf deutschen Boden setzen, wir das ganze Prozedere gar nicht in Gang setzen müssen, die hier kein Recht haben, im Übrigen auch und insbesondere aus 18 Asylgesetz. Also der 16a ist davon nochmal zu unterscheiden. Ich weiß, die Paragraphen sind immer schwierig in so einem Fall kurz zu erklären. Und ich möchte noch etwas ausdrücklich feststellen. Entgegen dessen, was der Kanzler gestern behauptet hat, zum wiederholten Male, Zurückweisungen an den Grenzen und vor allen Dingen die damit natürlich notwendigen Grenzkontrollen wurden nicht von ihm und der Ampel eingeführt. Sie wurden zunächst vom damaligen Ministerpräsidenten Seehofer eingeführt und als Bundesinnenminister hat er diese konsequent fortgesetzt. Und Frau Innenministerin Faeser im Übrigen setzt diese ebenso konsequent, wenn auch verbal teilweise anders argumentierend, fort. Sie hat uns in der Sondersitzung des Innenausschusses am letzten Freitag versprochen, bis über die Jahreswende hinaus diese Grenzkontrollen fortzusetzen. Und das halte ich für richtig. Da bin ich ganz an Ihrer Seite. Herr Castellucci, jetzt in den Gesetzen, die vorliegen, da geht es ja der Ampel vor allen Dingen um die sogenannten Dublin-Flüchtlinge. Der Attentäter, ich habe es gesagt, aus Solingen zum Beispiel war auch so einer, der eben woanders einen Asylantrag gestellt hat. Bisher sind die nach Deutschland gekommen, irgendwohin verteilt worden. Dieser Mann ist sogar untergetaucht, als er abgeholt werden sollte. Also eigentlich ein Verwaltungsproblem, was da stattgefunden hat. Sicherlich auch wegen Personalmangels. Das will man jetzt verbessern. Man will jetzt diese Menschen an der Grenze behalten und dort in Zentren stecken, vielleicht sogar in Gefängnisse, wenn sie Straftäter sind. Es gibt aber nur 800 Plätze. Ist denn dieses Vorhaben in diesem Gesetz überhaupt realistisch schnell umsetzbar? Also es muss passieren und man muss, wenn man sieht, dass es nicht reicht, anfangen und die Dinge verbessern. Aber ich will, weil Sie jetzt immer auch über Dublin gesprochen haben, auch nochmal sagen, ich bin ja nicht erst seit gestern dabei. Ich habe zwei große Koalitionen hinter mir und wir haben das ja damals mitgetragen, als die Grenzen geöffnet wurden und wir dieses Elend dann gesehen haben, als die Menschen einfach über den Balkan gelaufen sind und aus Ungarn ausreisen konnten. Und das war eine Entscheidung, die haben wir miteinander getroffen. Aber was schwierig war, war, dass wir Alleingänge provoziert haben, dass wir zu wenig mit unseren Nachbarländern gesprochen haben. Und wir können unsere Probleme, sei es der Klimawandel, sei es unsere Sicherheit, übrigens auch die äußere Sicherheit, aber eben auch die Migration nicht nationalstaatlich alleine lösen, indem wir da sagen, an unseren Grenzen sorgen wir dafür Ordnung und wir schieben die Probleme dann einfach ins Nachbarland, sondern man muss, auch wenn es total schwierig ist und mühsam, mit unseren Nachbarländern da auch ins Benehmen kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses Dublin-Verfahren auch funktioniert. Das bedeutet, dass das Land, wo der Mensch zuerst eingereist ist, zuständig ist. Und wir wollen dafür sorgen, dass das auch besser passiert als in der Vergangenheit und dass auch die Überstellungsfristen beispielsweise verlängert werden. Dazu haben wir eine große, große Reform endlich durchsetzen können, an die eigentlich keiner mehr richtig geglaubt hat, nämlich auf europäischer Ebene, die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Das ist jetzt dort angenommen worden und muss nun umgesetzt werden in das nationale Recht. Und da sind wir mittendrin. Und in dieser Situation sollten wir nicht chaotisieren, sondern sollten wir dafür sorgen, dass die Dinge, die wir jetzt vereinbart haben, auch umgesetzt werden. Die werden weiter zu einer Verbesserung der Situation führen. Diese europäische Regelung dauert noch 2 Jahre. Zu lang, sagen viele Bürger, sagen viele Politiker. Frau Wittmann, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber ich sage mal, mit 2015 und den Entscheidungen von Angela Merkel hat sie
eigentlich ja Dublin ausgebremst. Jeder konnte kommen, Dublin spielte keine Rolle mehr. Friedrich Merz, der damals damit nichts zu tun hat, will jetzt genau das Gegenteil. Er will jetzt Schengen eigentlich torpedieren, indem er sagt, hier kommt gar keiner mehr rein nach Deutschland. Ist das denn der richtige Weg? Also zunächst einmal bin ich da Ihrer Ansicht. 2015 haben wir tatsächlich die Grenzen geöffnet. Der Kollege Castellucci hat aber schon mitgeteilt, aufgrund der elenden Bilder, die uns erreicht haben. Und es war eine Geste der Humanität, zumindest aus Ungarn, die Flüchtlinge nun zunächst einmal aufzunehmen. Das waren 3000, danach kamen. Dass man danach nicht gestoppt hat, war ein fundamentaler Fehler, den wir seitens der CSU immer angeprangert haben. Und ab 2016 haben wir die Balkanroute dann durch das Abkommen mit der Türkei faktisch geschlossen. Es war wie ein Kaskadeneffekt und endlich waren die Außengrenzen wieder die Schengen-Außengrenzen. Und dieses hat dazu geführt, dass sich die Zahlen dann bis 2020 auf ca. 120.000 Flüchtlinge im Jahr immerhin reduziert hatten. In den letzten 3 Jahren haben sie sich wieder verdreifacht. Also das können Sie jetzt wirklich nicht mehr in die alte Regierung schieben, auch wenn da vieles nicht so gelaufen ist, wie es insbesondere die CSU haben wollte. Nein, ich glaube nicht, dass wir das aushebeln. Schengen und Dublin kann nur dann funktionieren, wenn es eben funktioniert. Die Tatsache, dass diese Menschen alle über Länder reisen, in denen sie bleiben müssten und ihre Verfahren bekommen müssten, zeigt, dass sämtliche anderen Länder gegen Dublin verstoßen. Und das kann nicht so bleiben. Und ja, es ist möglich, dieses ein Stück weit, wenn Sie sagen, aushebeln, nein, einfach nach Gesetzeslage zu entscheiden. Die nationale Gesetzeslage ist klar, wir dürfen zurückweisen. Und der Schengen- und Dublin-Kodex wird jeweils überlagert von dem sogenannten Primärrecht der Europäischen Union, nämlich wenn die Sicherheit und Ordnung gefährdet ist. Und jetzt sagen Sie mir doch bitte, dass Sicherheit und Ordnung in unserem Land angesichts dessen, was in diesen Wochen und Monaten überall passiert, Mannheim und Solingen sind ja eine furchtbare Spitze dieses Eisbergs. Alle anderen Themen haben wir täglich in den Schlagzeilen. Und angesichts der Tatsache, dass das Ausland uns als in die zweitschlechteste Terrorwarnstufe einstuft. Das heißt, es gibt nur noch eine schlimmere Situation für ein Land. Ich gehe davon aus, dass die Situation gegeben ist, zu nationalem Recht zurückzukehren. Und das bedeutet Zurückweisung, rechtmäßig. Herr Castellucci, reicht das aus, was in den beiden Gesetzen heute vorliegen? Also die Dublin-Flüchtlinge schneller auszuweisen, dort kein Geld mehr zu zahlen. Wenn man zum Beispiel auch den Brief des Landkreistages sieht, die Kommunen, die sagen, wir haben die Schnauze voll, wir wollen jetzt klare Taten. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum die Politik jetzt reagiert. Also muss da mehr kommen und wie können Sie das mit Ihrem Koalitionspartner überhaupt hinkriegen? Denn bei den Grünen, da rumort es schon gewaltig. Alleine, was die Formulierung der Bundesregierung in diesen beiden Gesetzen angeht, da gibt es jetzt schon Widerstand bei dem einen oder anderen, sogar in der SPD-Fraktion. Also steht da die Ampel? Die Gesetze werden heute eingebracht und sie werden in sehr kurzer Frist auch verabschiedet werden. Ich habe heute auch zu einer Sondersitzung des Innenausschusses eingeladen. Also das wird jetzt mit Tempo auch alles passieren. Es ist ein völliges Missverständnis zu glauben, das kommt jetzt nur auf diesen einen Gesetzentwurf an oder gar auch nur auf einen Vorschlag, der jetzt von der Opposition heute eingebracht wird. Wir können Migration nur besser steuern und ordnen und auch begrenzen in ihren irregulären Formen, wenn man eine Vielzahl von Maßnahmen gleichzeitig anpackt. Und das passiert ja auch. Also es wird jetzt am Wochenende werden Migrationsabkommen mit Kenia und Usbekistan unterzeichnet. Das sind Maßnahmen, die dazu führen, dass diese Länder auch ihre Schutzsuchenden, die hier keinen Schutz bekommen, auch wieder zurücknehmen. Die Bilanz von CDU und CSU-Innenministern in den vergangenen Jahren davor bei diesen Migrationsabkommen war null. Also das ist nur mal ein Beispiel. Und wir haben ja auch schon Zahlen, die sinken. Wir sind im Vergleich zum letzten Jahr bei etwa ein Fünftel weniger Antragstellungen. Und es zeigt, dass ein Zusammenspiel von Grenzkontrollen, von der polizeilichen Zusammenarbeit auch mit unseren Nachbarländern, die Schleuserkriminalität zu bekämpfen, aber eben auch mit den Herkunftsländern und Transitländern in eine bessere Zusammenarbeit zu kommen, dass das wirkt. Frau Wittmann, wir haben nur wenig Zeit. Ganz kurz noch, wenn man den Plan von Friedrich Merz verfolgen würde, dann würde das ja so einen Domino-Effekt geben. Am Schluss bleiben die Leute in Griechenland, Italien hängen. Das kann es doch letzten Endes auch nicht sein. Wie soll der Mechanismus denn dann fortgesetzt werden? Außerhalb der EU oder was ist dann der Vorschlag? Ganz einfach, indem die Außengrenzen der EU endlich effizient gegen illegale Migration geschützt werden. So einfach ist die Antwort. Das ist das Ziel seit vielen Jahren. Ich gebe aber Herrn Castellucci recht, gerade für die, die bei uns im Land sind. Wir haben knapp 700.000 Flüchtlinge, illegale Flüchtlinge im Land. Das heißt, für die müssen wir tatsächlich noch mal mit großem Engagement uns in irgendwelchen Abkommen und Ähnlichem einigen, dass das möglichst bald geht und dann auch abschieben. Ganz kleines Beispiel, subsidiäre Flüchtlinge. Das sind die, die keinen individuell eigenen Grund haben, aber aus dem Bürgerkriegsland zum Beispiel kommen. Deutschland ist das einzige Land, was da den Familiennachzug genehmigt. Also wir holen uns die Leute ja auch alle massiv rein. Und da kann doch die Begründung nicht sein, wir brauchen die Arbeitskraft.
Sicherheitskräfte. Denn das hat schon Andrea Nahles 2015, 16 erkannt. Da kommen nicht nur Doktoren und gut ausgebildete Leute, da wandern viele in die Sozialsysteme ein. Auf jeden Fall trennen. Das eine ist unsere humanitäre Verantwortung, der wollen wir nachkommen. Aber natürlich auch so, dass wir es auch beherrschen können, dass wir wissen, es gibt auch die Arbeitsplätze, es funktioniert mit der Integration, Sprachkurse, Wohnraum und so weiter. Und das andere ist die Arbeitsmigration, das bitte trennen. Aber ich will Ihnen auch sagen, der Familiennachzug ist eine Form von einer legalen Migration. Da wissen wir genau, wer kommt. Da wissen wir ganz genau, die Menschen kommen bei Menschen an, die hier schon sind. Und das ist eigentlich eine Form von Migration, bei der eine Integration leichter erreicht werden kann, als bei diesen ganzen irregulären Formen, die wir zu Recht bekämpfen. Aber wir sind das einzige Land, was das genehmigt. Frau Wittmann, Herr Castellucci, vielen Dank. Drinnen geht es nämlich jetzt weiter, meine Damen und Herren. Die Bundestagspräsidentin hat bereits ihren Platz eingenommen. Ich gebe rein in den Plenarsaal.